Wann-Yoga nach Gebärmutterentfernung? Eine Frage, die mir gestellt worden ist. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Wenn du also eine Operation hinter dir hast oder vor dir hast, um die Gebärmutter entfernt wurde oder entfernt werden muss, sie frage, wann kannst du mit Yoga wieder beginnen? Bestimmte Aspekte des Yoga kannst du natürlich sofort machen, schon wenn du noch im Krankenhaus bist, denn Tiefenentspannung, Mantra-Wiederholung oder Meditation im Liegen geht natürlich auch so, wie du wieder aufwachst aus der Vollnarkose. Also wann Yoga nach Gebärmutterentfernung? Einfache Aspekte des Yoga gehen sofort, auch bewusste Atmung und so weiter. All das ist sogar sehr wichtig, dass dein Körper sich regenerieren kann und du dich auch daran gewöhnen kannst, dass ein Organ in dir fehlt. Man könnte sagen, Yoga hilft dir in deinem Körper auch, sich wieder zurechtzufinden, besser zurechtzufinden, gut zu heilen. Wann du jetzt in eine normale Yogastunde gehen kannst, nach Gebärmutterempfehlung, nach Gebärmutterentfernung, das soll dir am besten dein Chirurg oder behandelnder Arzt sagen. Es hängt davon ab, wie alles verheilt und es hängt auch davon ab, welche Yoga-Übungen du machst. Im Grunde genommen, wenn sanfter Sport möglich ist und wenn sanfte Vorwärts- und Rückbeuge möglich ist, dann kannst du auch wieder Yoga machen. Denn das ist auch das klassische Yoga. Ansonsten einfache Yoga-Übungen, manche Stehübungen und manche Gleichgewichtsübungen, die gehen also auch schon relativ zügig. So wie du wieder gehen kannst, kannst du auch bewusst stehen. Und so wie du auch bewusst stehen kannst, kannst du auch den Einbeinstand üben, also den Baum. Und so wie dein Arzt sagt, dass du wieder sanften Sport machen kannst, kannst du normalerweise auch die anderen Yoga-Übungen machen. Frage dort am besten deinen Arzt oder den Gynäkologen, die Gynäkologin oder den Chirurgen.